Heute prüfen wir einen Anlasser. Hier haben wir erst die Klemme 30 von der Batterie, da die Klemme 50 vom Zündanlassschalter und unten haben wir den Anschluss für die Feldwicklung. Hier sehen wir als erst die Innenschaltung. Dann fangen wir mit der ersten Messung direkt am Anlasser an. Das ist einmal diese Leitung hier und wir gucken, ob da Spannung anliegt. Und wenn das der Fall sein sollte, könnte man rüber zum dritten Schritt gehen. Aber wenn da keine Spannung anliegt, dann ist ein Kabelbruch zwischen dem Zündanlassschalter und dem Anlasser möglich. Um das zu prüfen, messe ich nochmal hinterm Zündanlassschalter und schaue, ob da Spannung anliegt. Denn wenn da Spannung anliegt, dann habe ich den Leitungsunterbrechung. Wenn da keine Spannung anliegt, dann habe ich ein kaputtes Zündschloss. Bei der Messung 3 schauen wir als erstes, ob an der Klemme 30 Dauerplus anliegt. Die Klemme 30 sehen wir hier unten nochmal auf dem Bild. Und anschließend gehen wir zu der Messung 4. An der vierten Stelle sehen wir, ob Spannung am Startgehäuse anliegt. Als letztes messen wir die Feldwicklung. Wenn an Klemme 30 Spannung 12 Volt Spannung anliegt und der Magnetschalter schaltet, müssten wir hier 12 Volt auch haben.